Wir haben heute schon sehr, sehr viel zum Thema Niederwild gehört und ich möchte jetzt noch mal kurz versuchen, die wesentlichen Stellschrauben zusammenzufassen, die wir zur Verfügung haben, um dem Niederwild unter die Schwingen, unter die Sprenger zu greifen. Landesjägermeister Sepp wird dann seine Abschlussworte noch an uns richten. Ich möchte aber zunächst vielleicht ein bisschen auf die Erwartungen und Ziele, die wir uns für die nahe Zukunft setzen können, eingehen. Was ist da realistisch, sich vorzunehmen für die Zukunft? Ich glaube, dass es nicht realistisch ist, sich Niederwildbesetze wie in den 70er, 80er Jahren, also in der guten alten Zeit, als Ziel vorzusetzen. Die meisten Jägerinnen und Jäger stimmen mir da auch zu und sagen, wenn wir die Niederwildbesetze aus den 70er Jahren heute hätten, dann würden wir vor Wildschaden im Biosoja, in Sonnenblume etc. untergehen. Wir hätten enorme Absatzprobleme und so weiter und so fort. Das heißt, Besetze wie in den 70er Jahren sind wahrscheinlich kein realistisches Ziel, wären in sehr vielen Gebieten auch heutzutage wahrscheinlich nicht mehr gewünscht. Was kann jetzt aber so ein realistisches Ziel sein, das wir uns stecken können? Jagdlich nutzbare Besetze in so vielen Gebieten wie möglich zu erhalten und zu erreichen. Das kann ein Ziel sein, das wir uns für die Zukunft setzen können. Wir wollen diese Wildarten dauerhaft erhalten und wir wollen sie in Dichten erhalten, die wir auch jagdlich nutzen können. Nicht mehr und nicht weniger. Welche Stellschrauben haben wir hier zur Verfügung? Ich glaube, es ist heute schon relativ klar herausgekommen. Einerseits sicherlich den Lebensraum. Der schaut heute in der intensiv genutzten Agrarlandschaft zum Teil eher negativ aus, ungeeignet aus für viele Tier- und Pflanzenarten, nicht nur fürs Niederwild. Das ist natürlich ein bisschen ein Dilemma. Ich glaube, wir alle, die Bevölkerung wünscht sich auf der einen Seite halbwegs günstige Lebensmittel in einer guten Qualität und das können diese Flächen auch liefern. Sie haben aber auch einen sehr, sehr hohen Preis, nämlich zum Beispiel fürs Niederwild. Wir haben gehört, wir haben hier viele direkte Verluste bei der Bearbeitung. Wir haben Nahrungsmangel nach der Ernte oder durch den Rückgang der Insekten und auch die Beutegreifer tun sich hier extrem leicht, weil die Flächen kaum Deckung bieten. Die derzeitigen Förderrichtlinien, was Biodiversität betrifft, die schaffen es ganz offensichtlich nicht, hier großflächig etwas zu verbessern. Das belegen auch die Zahlen, sonst wären wir heute nicht hier höchstwahrscheinlich. Deswegen gibt es eben die privaten Initiativen der Jägerinnen und Jäger, in Kooperation mit den Landwirtinnen und Landwirten. Es werden eben diese Blühstreifen, Brachen etc. angelegt, wie wir es gesehen haben, am Beispiel der Versuchsreviere. Und ich möchte auch dazu sagen, wir haben jetzt immer von Landwirt und vom Jäger gesprochen. Häufig ist das ja Personalunion. Ja? Der Jäger ist der Landwirt ist der Jäger. Auch in diesen Versuchsrevieren ist es so. Und dann funktioniert es natürlich am besten. Also hier wird versucht, den Lebensraum zu verbessern, durch das Ausbringen von Futter etc. etc. Wir haben aber, glaube ich, auch alle gemerkt, dass das extrem zeit- und kostenintensiv ist. Was hier in den Versuchsrevieren durchgeführt wird, das ist nicht einfach durchzuführen. Es kostet viel Zeit und Mühe und viele Gebiete können sich das einfach nicht leisten, zeitlich oder finanziell. Deswegen bleiben diese privaten Versuche oft nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Es ist zwar wichtig, dass sie gemacht werden, aber für eine großflächige Verbesserung, da braucht es eine Umstellung der Förderung in der Landwirtschaft. Die Landwirtschaft ist der Hauptplayer, was die Lebensraumverbesserung anbelangt. Die zweite Stellschraube, die wir zur Verfügung haben, ist die Bejagung. Und da sind jetzt wir als Jägerinnen und Jäger gefordert. Einerseits die Bejagung der Beutegreifer. Und da rufen bei uns jetzt immer Leute an und schreiben uns auch E-Mails und so weiter, warum wir denn den Fuchs bejagen. Das wird sich doch eh alles irgendwann von selbst wieder regulieren. Und die Antwort darauf ist immer sehr, sehr eindeutig. Fuchs, Marder, Krähe sind alles opportunistische Beutegreifer. Die hängen nicht von einer Nahrung alleine ab. Das heißt, wenn der Feldhase zurückgeht, dann geht noch lange nicht der Fuchs zurück. Der steigt um auf andere Nahrungsquellen, die Maus oder sonst was, die wir zuhauf anbieten in der Kulturlandschaft. Wir haben deshalb hohe Dichten an Beutegreifer, die sich entsprechend stark auf das wenige Niederwild auswirken. Den zweiten extremen Eingriff, den wir hier gesetzt haben, wir haben bis 2012 diese Impfköder, die Sie hier auf dem Bild sehen, rausgebracht
und dadurch den Fuchs gegen Tollwut geimpft. Das ist für uns Menschen super, in der Natur wirkt sich das aber sehr negativ aus. Früher gab es von Zeit zu Zeit Zusammenbrüche der Fuchspopulationen, weil eben die Tollwut ausgebrochen ist. Und in dieser Zeit hat sich das Niederwild wieder erholen können. Das haben wir als Mensch ausgeschaltet. Die Fuchspopulation ist permanent hoch und wirkt sich entsprechend negativ auf das Niederwild aus. Und ich glaube, wenn wir als Leitspruch haben, dass wir dem Wild verpflichtet sind, dann ist es auch unsere Verpflichtung, dass wir versuchen, diesem extremen Eingriff, den wir bereits gesetzt haben, ein bisschen entgegenzusteuern, indem wir eben intensiv Beutegreifer bejagen. Bejagung der Beutegreifer ist das eine, Bejagung des Niederwildes das andere. Ich denke, solange wir jagdlich nutzbare Niederwildbesätze haben, und das haben wir in vielen Gebieten noch, sollten wir auch weiterhin jagen gehen. Warum? Wenn ich die Ressource, wenn ich das Niederwild nutze, dann bekommt diese Ressource für mich einen Wert, weil ich will auch in Zukunft noch jagen gehen können. Schutz durch Nutzung nennt man das Prinzip. Das ist auch von der Internationalen Naturschutzunion anerkannt und wir sollten das auch weiterhin leben. Manche Reviere haben die Bejagung zurückgenommen, weil die Besätze gesunken sind. Okay, das passt. Manche haben aufgehört, weil einfach zu wenig da ist. Das ist auch klar. Aber solange wir jagdlich nutzbare Besätze haben, sollten wir jagen gehen. Denn dann ist dem Niederwild die Unterstützung des Jägers zugesichert. Das sind also jetzt die wesentlichen Stellschrauben, die wir zur Verfügung haben in naher Zukunft. Beim Lebensraum ist, wie gesagt, eine Veränderung in der Landwirtschaft wahrscheinlich unumgänglich. Bei der Bejagung, da sind wir verantwortlich, als Jägerinnen und Jäger, wenn es um die Beutegreifer geht, wenn es um eine nachhaltige Bejagung des Niederwildes geht. Zum Schluss möchte ich jetzt noch auf eine aus meiner Sicht ganz wichtige Botschaft eingehen, die wir heute gehört haben und die wir vielleicht auch alle mit nach Hause nehmen können. Uns Jägerinnen und Jägern wird ja immer vorgeworfen, dass wir nur auf das Wild fokussieren, in dem Fall nur auf das Niederwild. Ich glaube, heute ist klar geworden, das Niederwild ist stellvertretend für eine Vielzahl von anderen Tier- und Pflanzenarten. Und wenn ihr jetzt Maßnahmen setzt, ein Wildacker oder sonst was, fürs Niederwild, dann unterstütze ich damit auch die Biene, einen Schmetterling, einen Vogel, sonstige Tier- und Pflanzenarten. Das heißt, Niederwildhege bedeutet hier wirklich eine Förderung der Artenvielfalt. Angewandter Naturschutz, das macht sonst niemand draußen. Niederwildhege bedeutet eine Förderung der Artenvielfalt. Ich glaube, darauf können wir stolz sein und das sollten wir auch noch viel, viel stärker nach draußen tragen. Das war es auch schon von meiner Zusammenfassung. Ich wünsche Ihnen jetzt für die laufende Niederwildsaison noch ein kräftiges Weidmannsheil und uns allen viel Ausdauer und Freude bei der Unterstützung des Niederwildes. Dankeschön. Applaus